Ja, Herr Söder, Sie haben das große Thema aufgemacht. Die Frage neulich auch in diesem bemerkenswerten Interview in der Bild am Sonntag. Wir müssen uns um unsere eigene Sicherheit kümmern. 100.000 Drohnen haben Sie gefordert, einen Flugzeugträger, einen atomaren Abwehrschirm. Wie stellen Sie sich das konkret alles vor? Ja, zunächst müssen wir ganz klar aus dem, was wir gerade gehört haben, besteht eine echte Herausforderung, wie wir sie noch nie hatten. Unter den Innenministern der Länder wird das Thema V-Fall im Rahmen des Katastrophenschutzes das erste Mal wieder angesprochen, also der Verteidigungsfall. Der Bundesverteidigungsminister spricht von Kriegsfähigkeit herstellen. Mhm. Ich fände das Wort Verteidigungsfähigkeit persönlich besser. Kommt wohl aufs Gleiche raus. Warum? Und warum finden Sie das besser? Ja, weil Kriegsfähigkeit beinhaltet die Option zu einem aktiven Part. Und ich meine, unser Ziel ist klar, uns zu verteidigen, unsere NATO-Grenzen zu schützen, unsere eigene Freiheit zu schützen. Deswegen glaube ich, dass wir uns darüber klar werden müssen, in welchem Zustand ist die Bundeswehr. Wenn das eintritt, was wir befürchten, kann ja auch ganz anders gehen, aber wenn der Schutz der Amerikaner weniger wird, das betrifft übrigens nicht nur die ganzen Fragen der Waffen. Wenn Sie allein daran denken, was Geheimdienste und Terrorfragen betrifft, im Grunde genommen hängt ganz Europa an den Geheimdiensterkenntnissen der Vereinigten Staaten. Sollte das kürzer werden oder weniger werden, wird es schwierig. Wir wissen, dass die Militärs selber nicht möchten, dass man abzieht. Weil die amerikanischen Militärs sehen auch insbesondere die Basis in Europa übrigens auch wichtig an, nicht nur um Europa zu schützen, sondern auch als Rückzugsgebiet, als Brückenkopf in andere Teile der Welt. Insofern waren die Militärs auch schon von den ersten Plänen Trumps eher sehr zurückhaltend, würden sie natürlich befolgen müssen in der Befehlskette. Also wenn es passiert, dass wegen mangelnder Unterstützung der Ukraine Russland in diesem Konflikt in irgendeiner Form siegt, wird der Appetit, wird der Druck, wird die Erpressbarkeit Europas und das Interesse Russlands, stärker an die NATO-Grenzen heranzurücken, erkennbar, wird er jetzt schon gespielt in Litauen. Und wenn die Amerikaner sich zurückziehen, sei es auch nur durch die Äußerung, wie sie es zu Recht angesprochen haben, ich stelle die NATO mal ein bisschen in Frage, muss das alles sein, ergibt sich eine schwierige Situation. Darauf muss man sich vorbereiten. Wir haben ja in Deutschland letztes Jahr die Zeitenwende ausgerufen. Wir sind im Moment eher an dem Zeitenwändchen, also richtig ist noch nicht viel passiert. Das heißt, es muss in mehreren Stufen gedacht werden. Mhm. Stufe 1 ist die maximale Materialausstattung, die nach wie vor nicht so funktioniert. Okay. Es fehlt Material, es fehlt massiv Material. Heißt, können wir das einmal konkret machen? Also angenommen, der neue Bundeskanzler heißt Markus Söder. Ja, oder Friedrich Merz oder Hendrik Wüst oder was weiß ich. Nein, wir spielen jetzt mal Markus Söder, Bundeskanzler. Ich glaube, das ist die Union. Wir spielen die Union. Wir spielen seit Markus Söder. Ja, also wir machen jetzt hier dieses Spielchen. Naja, Sie machen ja nicht alle das Gleiche. Wir machen jetzt keinen Kanzlerkandidaten-Monopoly. Nein, das meine ich nicht. Sondern wir reden jetzt einfach mal von der Frage, Sie wären verantwortlich für Deutschland und für dieses neue Deutschland-Gefühl, das wir offensichtlich brauchen. Wir alle sind verantwortlich dafür. So. Und man merkt es ja, dass auch andere auch darüber reden. Wir brauchen eine voll ausgestattete Bundeswehr, heißt? Mit normalem Material, Panzer, Artillerie, Material, Munition. Wir haben schon bei Munition Probleme, wenn wir ehrlich sind. Also maximale Ausstattung der Verteidigungsfähigkeit. Erstens, zweitens, neue Strukturen. Ich war vor Weihnachten auch in Israel. Und ein Teil des Erfolges, kann man sich gar nicht vorstellen, war, dass die Hamas mit sogar einfachen Drohnen die Sicherheitsanlagen der Israelis überwunden hat. Genau. So konnten sie dann auch eindringen. Also wir brauchen, sieht man auch jetzt ja in Kiew, was mit Drohnen anstellbar ist, wir brauchen massiv eigene Drohnen. 100.000, sagen Sie. Zum Beispiel. Was für Drohnen sollen das sein? Ja, Schutzdrohnen für uns. Drohnen, die im Flugbereich tätig sind. Drohnen, die abfangen können. Also das ist im Prinzip eine ganz normale Entwicklung, die wir haben müssen. Dafür sind wir zu wenig. Wir brauchen drittens dann neben der konventionellen Ausrüstung die Klärung, bleibt der atomare Schirm, also bleibt der Amerikaner. Wenn der atomare Schirm der Amerikaner bleibt, dann haben wir möglicherweise das Problem, ob er glaubwürdig in der Abschreckung ist. Ja? Aber das ist das eine. Mhm. Das zweite ist, es fehlt übrigens, und es muss dringend verändert werden, es fehlt bis heute eine Antwort auf den französischen Vorschlag, was den atomaren Schirm betrifft, über den man dann reden müsste, ob er so zielführend ist. Ich habe mir das die Woche jetzt gedacht beim Staatsakt für Wolfgang Schäuble. Man spürt geradezu die Distanz und die Nichtgreifbarkeit zwischen Macron und Scholz. Das ist ein schwerer Fehler, dass wir selbst innerhalb Europa, dass die deutsch-französische Freundschaft nicht so funktioniert als Achse zu dem Thema. Also müssen wir uns um die atomare Frage auch beschäftigen. Und das Dritte, das ist dann sozusagen ergänzend als letzter Punkt. Natürlich müssen wir auch darüber reden, ob wir genügend Bundeswehrsoldaten haben. Da gibt es ja unterschiedliche Pläne und Ideen. Mhm. Es gibt das schwedische Modell, wird überlebt. Ich glaube persönlich, dass auf 7 Jahre vorwärts nicht gehen, auch mit einer anderen Struktur, als wir das jetzt haben, eine Wehrpflicht sinnvoll ist.
Sie selber waren ja, glaube ich, auch Gebirgsjäger, ja. Und Funker. Ja. Ich war bei der Bundeswehr. Was haben Sie da gemacht? Ich war im Transportbataillon 270. Das heißt, Sie waren Lastwagenfahrer? Unter anderem, ja. Wirklich? Munition gefahren. Munition, alles, was explodieren kann nach wenigen Sekunden. Da gab es so Unfallmerkblätter. Da stand drauf, wenn ein Unfall passiert, schnell weg. So, das waren damals die Situation. Das Foto kenne ich gar nicht. Das sind Sie? Vorne, ja, das, ne? Bin ich. Ja, das bin ich vorne, ja. Sind Sie auch mal geflogen? Wir waren beim Heer, da fliegt man nicht auf der Straße. Naja, das hier, was ist das hier? Ja, das ist ein super Foto. Ja, das ist, das ist die CSU-Variante von Top Gun. Aber sind Sie da selber geflogen oder tun Sie nur so? Nee, ich tue auch nicht so, ich sitze halt im Flieger. Bitte. Olaf Scholz war letztens auch da. Sind Sie mitgeflogen? Nein, den fliegt er nicht mit. Das ist ja nichts für uns. Nein. Nur fürs Foto, einmal rein und wieder raus. Das war eine Bitte, ja, weil wir uns ja dazu bekennen, für die dortige. Ja. Aber es sieht gut aus, finden Sie schon? Ne? Ich finde. Dann sind wir schon zwei. Ich finde eine schöne Jacke. Ich weiß, dass Sie auf Schönheit auch Wert legen. Also jetzt nochmal zurück zu den relevanten Dingen, über die wir da reden. Und das Dritte ist dann eben, gibt ja manche Diskussionen wie allgemeine Dienstpflicht. Sozusagen jeder soll einen Beitrag leisten. Da bin ich etwas zurückhaltend bei der allgemeinen Dienstpflicht, weil ich glaube, dass sie verfassungsrechtlich schwer umsetzbar ist. Was schnell geht, geht die Wehrpflicht, denn die ist nur ausgesetzt. Also das wäre sozusagen, das sind die Dinge, über die man reden muss. Ich überlege gerade, wo fangen wir an? Wehrpflicht, würden Sie sagen, nur Frauen, nur Männer? Ich würde die Bundeswehr natürlich komplett öffnen für Männer und Frauen, aber ich würde sie in der Pflicht bei den jungen Männern belassen. Warum? Ich glaube, dass das, also erstmal ist es schneller umsetzbar. Zum Zweiten auch, glaube ich, dass dieses Argument, das immer herrschte. Entschuldigung, warum Frauen ist das bei Männern schneller umsetzbar? Ja, die ganzen Strukturen zu organisieren. Für Frauen eine Verpflichtung würde ich nicht machen, weil ich finde, dass in der unterschiedlichen Lähmungsplanung da unterschiedliche Akzente sind. Das war ja immer die Begründung, warum man das nicht gemacht hat. Und schneller zu organisieren ist es für junge Männer. Das ist interessant. Ich meine, oder schaue ich bin da völlig offen, aber ja, völlig ich schaue offen, zu Frau offen, Lehmann gerne. Wenn alle die Pflicht haben wollen, auch für Frauen gerne. Ich würde es in einem ersten Schritt nicht machen. Ich würde es erst einmal bei den jungen Männern belassen. Also schlüssig erscheint mir die Begründung noch nicht. Das ginge irgendwie schneller und so weiter. Also normalerweise sind Frauen ja die flexibleren. Wenn dann für alle, das wäre mein Petitum. Aber ich sehe derzeit nicht. Finden Sie es wirklich? Ja. Ja. Auf jeden Fall. Sagen die einen so und die anderen so. Ne? Ja, also die Männer sagen die anderen sagen es so. Ja. Aber dann für alle. Aber ich sehe, im Grunde sind sie doch derzeit ziemlich allein. Also alle, die sich mit Bundeswehr beruflich beschäftigen, sagen, das macht zurzeit gar keinen Sinn. Also Boris Pistorius zum Beispiel, Eva Högel. Aus der Bundeswehr selber kommen Zweifel, weil das ist ein irrer Aufwand. Also man braucht Ausbilderinnen dafür. Das kostet. Agnes Strack-Zimmermann meint, eine zweistellige Milliardensumme, kann ich nicht nachprüfen. Aber diese ganze Prioritätenliste, die Sie auch vorgeschlagen haben, eigentlich gibt es auch andere Prioritäten, als junge Leute heranzuziehen und sagen, lernt jetzt erstmal richtig Gewehre zu putzen und im Gleichschritt zu marschieren. Eigentlich brauchen wir doch was anderes zurzeit. Ich weiß, also ich glaube, zum einen mal ist es so, wenn man die Prioritäten sieht, ist das Material, die Herstellung der jetzigen Ausstattung der Bundeswehr natürlich die Priorität, das haben wir so gesagt. Ich glaube, dass mittelfristig die Frage tatsächlich, dass Sollstärke bei einem anderen Form einer Landesverteidigung, die wieder eine Rolle spielt als das, was wir bislang als Verteidigungsbegriff hatten, eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube darüber hinaus, dass es natürlich mit anderen Strukturen sein müsste. Also man müsste in der Tat es anders organisieren. Auch die Musterung müsste anders sein. Die Frage der Zeit. Wir haben mit Militärs geredet. Also 7 Monate kann eine Zeitachse sein, in der so 7 Monate sinnvoll, ungefähr, ja. 7 Monate kann auch länger sein, aber 7 Monate muss schon mindestens sein. Da geht es auch nicht nur um Gewehre putzen. Da stellt man sich die Bundeswehr ein bisschen zu einfach vor, dass es nur Gewehrputzen ist. Eine Frau. Ja, das weiß ich nicht. Ich finde, die Klischees passen jetzt der Ernsthaftigkeit nicht voll. Sondern da geht es ja auch um technische Systeme. Die Frage, wie man denn die Verteidigungsstruktur organisiert. Wir werden über Cybersicherheit reden. Drohnen, was weiß ich. Aber was Sie doch sagen, ist doch, wir brauchen eigentlich Spezialistinnen, oder? Ja, aber auch das lässt sich schon auch von der Sollstärke aussehen, weil wir nicht genügende Personal für die Bundeswehr auf Dauer haben und die Verteidigungsfähigkeit in der Breite herzustellen. Und letzter Grund, und das finde ich schon wichtig, ich finde auch wichtig, dass wir eine andere Beziehung haben, viele junge Menschen zum Staat. Ich finde dieses Bekenntnis zur Gemeinschaft, zum Staat wichtig. Wir hätten eine Bundeswehr, wir hätten auch wieder Ersatzdienst. Beides ist für unser Land und auch für viele junge Menschen gut. Frau Major, zwei Fragen. Die erste Frage
Frauen. Ich bin da auch nicht auf Ihrer Seite, weil ich auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine beispielsweise, diese ganzen Menschen, ich habe auch einige davon getroffen, das sind so junge IT-Spezialisten, die dann plötzlich Drohnen fliegen. Also das heißt, die sind ganz, ganz entscheidend für das, was da an der Front passiert. Die kämpfen aber nicht selber an der Front. Und es sind auch junge Leute, die sagen, nee, pass auf, also ein Gewehr fasse ich nicht an. Aber wenn es darum geht, russische Schützengräben anzugreifen mit Hilfe einer Drohne, dann bin ich genau der richtige Mann. Das können natürlich auch Frauen, wenn sie aus IT-Bereichen in irgendeiner Form kommen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Frage Wehrpflicht ja oder nein die komplett falsche Frage ist. Weil? Ich glaube, die Frage ist, welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Wollen wir das Problem lösen, es gibt 180.000 Grad, wir wollen 200.000 Soldaten haben. Also ist es eine Frage, das ist eine Personalfüllungsfrage. Oder ist es die Frage, die Sie eben angesprochen haben, wie können wir eigentlich die Wehrtüchtigkeit oder die Gesamtverteidigung des Landes stärken? Mhm. Oder ist die Frage, wie integrieren wir die verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Für mich ist die Wehrpflicht für keins der drei Fragen die Lösung. Wenn es darum geht, mehr Personal ranzukriegen, ist die Frage, wollen wir Masse oder wollen wir Expertise? Mit einem Zwangsdienst, wo eigentlich keiner so richtig hin will, kriegen sie weder Masse noch Expertise. Dazu kommen die Argumente, die Sie gemacht haben. Das dauert extrem lange, wir haben die Strukturen nicht mehr. Mhm. So. Wenn es darum geht, wir wollen eigentlich die Wehrtüchtigkeit, die Verteidigungsfähigkeit des Landes herstellen. Da geht es ja darum, da geht es ja nicht nur um Zivil, da geht es ja nicht nur um Militärisches, da geht es genauso um Ziviles. Da geht es darum, kann irgendjemand im Notfall, kann irgendein IT-Spezialist das Land mitschützen? Oder wie können wir Energiesicherheit herstellen oder so. Und das kriegen sie auch nicht durch den Zwangsdienst hin, weil sie bestimmte Bereiche brauchen. Mhm. Und die dritte Idee zu sagen, wie können wir eigentlich das Land besser zusammenbringen, vielleicht auch eine bessere Identifikation, das kriegen sie auch nicht mit dem Zwangsdienst hin. Und deshalb ist, glaube ich, die Frage immer, welches Problem will ich lösen? Wenn es darum geht, wir brauchen mehr Rekruten für die Armee, dann ist die Frage, gibt es gezielte Programme für Cyberspezialisten oder für bestimmte Sprachen? Die Amerikaner haben eine Zeit lang, als sie in Afghanistan waren, bestimmte Programme für bestimmte Sprachspezialisten aufgelegt. Wenn es darum geht, dass wir die Resilienz, also die Wehrtüchtigkeit des Landes wiederherstellen wollen, dann müsste man eher an so eine Art Resilienzpraktikum von jung bis alt, männlich, weiblich denken. Also ich glaube einfach, dass immer die Frage ist, was wollen wir denn eigentlich damit erreichen? Und deswegen, oder wie auch immer Sie das nennen, aber mir geht es einfach darum. Resilienzpraktikum ist, glaube ich, nicht die Idee. Lassen Sie mich ganz kurz mal ausreden. Also ich glaube, die Frage ist, deshalb finde ich die Idee mit dem schwedischen Modell ganz gut. Genau. Das schwedische Modell ist interessant, weil alle gemustert werden. Genau. Das hat den interessanten Nebeneffekt, dass der Staat weiß, wer eigentlich da ist, dass die Strukturen dafür für den V-Fall oder wie auch immer da sind. Und gezogen werden dann nur die, die wirklich wollen. Das sind aber das bringt ja dann wahrscheinlich oder wie viel sind das? Also die Frage ist doch am Ende. Wie viele werden dann tatsächlich gezogen? Also beim schwedischen Modell reicht es. Die Frage ist, wie viel es für das deutsche Modell sein würden. Aber wir müssen noch mal fragen, wir wollen ja nicht nur Masse haben. Was gerade fehlt, sind beispielsweise im Cyberbereich enorm viele Spezialisten. Die kriegen sie aber nicht, wenn sie einfach sagen, ihr müsst jetzt morgen kommen. Ich glaube, wir müssen viel mehr überlegen, wie man das Personal kriegt, was die Bundeswehr wirklich braucht. Darf ich einmal in die Runde? Ich würde es anders sagen, weil für mich, all die Fragen, die Sie stellen, sind völlig richtig. Aber Sie haben jetzt praktisch eine richtige Antwort gegeben. Weil Sie sagen, dafür taugt das nicht und das nicht und das nicht. Und dann machen wir am Ende Resilienzpraktikum. Nee, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, schwedisches Modell. Ja, das schwedische Modell funktioniert dann nicht, glaube ich jedenfalls. Bin auch gespannt, ob es in Schweden so bleibt. Wenn der Ansatz der Verteidigungsfähigkeit größer wird, wenn wir keine Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit brauchen, weil die Bedrohungslage nicht stärker wird, weil die Herausforderungen an den Grenzen nicht stärker werden. Der Bundesverteidigungsminister hat unterschrieben, eine Brigade in Litauen aufzustellen. Aus der Bundeswehr hört man es sehr schwer zu organisieren, dass das überhaupt geht. Sind wie viele Personal? Mann, wie viele 6.000, glaube ich. 5.000. Ja. 4.000. Vom Material schwierig, als auch von der Zahl der Soldaten. Wenn wir, und es geht ja um die Mittelfristigkeit, es geht nicht um jetzt sofort. Wenn wir mittelfristig überlegen, wie wir insgesamt uns stärker verteidigungsfähiger machen können, dann ist natürlich die Technik, dann ist natürlich das Material. Dann brauchst du doch Experten, die übrigens nicht nur für ein paar Monate, sondern vielleicht ihren Beruf bei der Bundeswehr machen, als Berufssoldaten dann arbeiten, weil es hilft jetzt auch nichts, einen IT-Spezialisten zu haben, der mal für 3 Monate da ist. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber du brauchst trotzdem zum Aufrechterhaltung einer militärischen Infrastruktur und auch, so hart es klingen mag, auch einer entsprechenden Struktur, die eine Front tatsächlich sichern können, brauchst du auch Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen ist das ein Bestandteil. Und ich würde es nicht zerreden, ganz im Gegenteil. Und ein schwedisches Modell, wo ich zwar weiß, wer da ist, aber nicht kommt, wird am Ende genau diese Frage nicht lösen. Wir haben jetzt mit mehreren Möglichkeiten versucht,
die ich übrigens gern auch ausweiten würde, den freiwilligen Ansatz zu erhöhen. Also sagen wir mal durch, dass man Numerus Clausus nicht so gilt fürs Studium oder Praktika nicht geleistet werden müssen, wie man sonst hat. Da wäre ich sehr dafür, da sind wir auch noch viel zu schwach. Da können wir noch mehr machen. Aber mittelfristig, wenn sich die Frage stellt, ich sag's mal ganz banal vielleicht, gewinnt der Russe und geht der Amerikaner? So mal etwas knapp von. Dann stellt sich die Verteidigungsfähigkeit übrigens auch finanziell in einer ganz anderen Form. Dann werden wir über Geld in einer anderen Form reden müssen als bislang. Und deswegen klug überlegen, einen Plan machen. Die Wahrheit ist doch, wir haben vor einem Jahr die Zeitenwende ausgerufen. Sehr viel ist nicht passiert, auch wenn sich der Verteidigungsminister erkennbar bemüht, so würde ich das sagen. Aber in der Struktur kommt Deutschland nicht voran. Und deswegen braucht es da noch mal einen richtigen Schwung und Ruck nach vorne. Darf ich noch mal fragen, psychologisch, Frage an die Runde. Sind wir, wären wir als Land, um danach auch von dem Thema wegzugehen, dafür bereit? Also, wenn ich höre, wir haben versucht, glaube ich, 2 Munitionsfabriken neu zu bauen. Hat nicht geklappt. Einen lokalen Widerstand gescheitert. Ja. Weil die Menschen vor Ort gesagt haben, wollen wir hier nicht. So, das ist doch eine weit verbreitete Haltung in Deutschland mit Krieg, mit Waffen, mit all diesen Dingen und ist auch nachvollziehbar. Naja, aber also wenn man 2 Jahre zurückgeht und guckt, nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte und Scholz die Zeitenwende-Rede im Bundestag hielt, da gab es ja eine breite Zustimmung. Und es gab auch in der Bevölkerung eine breite Zustimmung zu sagen zu Waffenlieferungen. Ich weiß nicht, in Ihrer Sendung wurde damals diskutiert, warum liefern wir nicht mehr, nicht schneller, nicht weiter, nicht höher. Und diese Stimmung. Ja, das klingt jetzt so, bisschen, als wäre das irgendwie so ein Wettlauf. Ja, aber diese Stimmung hat sich zum Teil Position gedreht. Also wenn wir, Ukraine, was ich nur sagen will, wenn wir in einer akuten Bedrohungssituation wären, dann würde sich die Stimmung auch wieder drehen. Die Frage, wie werden wir verteidigungsfähig auf lange Sicht und nachhaltig? Da hat ja Frau Major gerade die richtigen Fragen aufgeworfen. Das lässt sich, also Wehrpflicht klingt immer gut. Jeder weiß, was gemeint ist. Kann man sich schön diskutieren. Aber haben wir da Momentum verpasst? Herr Söder hat ja gerade gesagt, das ist eine mittelfristige Lösung. Das ist nichts, was uns jetzt unmittelbar, also wenn überhaupt, wäre das eine mittelfristige Lösung. Das ist nichts, was uns jetzt akut helfen würde. Also es gilt, andere Bereiche auch in den Blick zu nehmen. Und nur noch eine Frage zur Bundeswehr. Wie kriegen wir es hin, dass mehr Menschen sich für den Beruf als Soldatin begeistern? Dieses Problem teilt die Bundeswehr im Übrigen mit allen anderen Branchen. Also das ist Fachkräftemangel, gibt es überall. Also wir könnten auch sagen, Zwangsdienst in der Pflege, da haben wir genau das gleiche Problem, ist jetzt nicht Verteidigung. Aber generell muss man doch über die Bundeswehr gucken und sehen, wie wird sie als Arbeitgeber attraktiv, wie begeistern wir junge Menschen für Berufe, die wir offenbar brauchen. Darf ich einen Satz dazu sagen, weil das ist schon sehr wichtig, was Sie sagen. Also nächstes Mal, glaube ich, teile ich hier die Auffassung, wenn sich die Lage zuspitzt, ändert sich auch das Bewusstsein. Ich erinnere mich an eine Sendung, glaube ich, wo Anton Hofreiter ja die gesamten Waffensysteme aufgezählt hat, was wirklich sehr beeindruckend war für spätere berufliche Verwendungen. Aber die Wahrheit ist, wenn mehr passiert, gibt es auch mehr Bewusstsein. Nur können wir natürlich unsere Strategie, die wir dann brauchen, langfristig nicht von aktuellen 3-Monats-Stimmungen abhängig machen. Also brauchen wir eine Strategie, erstens. Zweitens. Das Argument, die Bundeswehr ist ein Beruf wie viele andere, das kenne ich über viele Jahrzehnte, ich glaube, dass es nicht ganz zutrifft. Denn die Möglichkeit einer Wehrpflicht, muss man sagen, die Wehrpflicht, die ist ja deswegen überhaupt nur zulässig, weil es um ein überragend hohes Schutzgut geht, nämlich die Landesverteidigung. Weil normalerweise zu sagen, jemand zu verpflichten, zwangsweise, einen Dienst, bei der Bundeswehr waren, also sage ich mal so, die wussten, dass das jetzt nicht nur Holidoo war. Also da gab es schon, also wenn dass man damals nach dem Abitur eingezogen wurde, die Klassenkameradinnen damals, die fuhren länger in den Urlaub, man selber war der Bundeswehr, da gab es natürlich auch tolle Momente, aber ja, es gab auch sehr viel Herausforderungen, ganz ehrlich. Ja, absolut. Also, und schön, ich sage mal so, früh um 5 Uhr, aus Mutters Schlaf geweckt zu werden mit dem berühmten Pfiff und Ruf, jedenfalls bei uns, Kompanie aufstehen, wird nie einer vergessen, der da war. So, ich sage es. Aber trotzdem, das kannst du ja nur begründen, weil es um ein Schutzgut geht, nämlich die Landesverteidigung, weil die ein überragendes ist. Jetzt ist Pflege auch wichtig, um Gottes Willen, viele andere Bereiche, aber das ist der einzige Grund, warum man solch eine Pflicht normieren kann. Und es geht natürlich viel mit freiwilligen Anreizen, aber bestimmten Punkt, wenn uns das Personal nicht genügend da wäre zur Landesverteidigung und wir definieren das so, dann ist die Wehrpflicht verfassungsrechtlich okay. Sie ist derzeit ausgesetzt und kann jederzeit wieder belebt werden. Anders organisiert auf jeden Fall, da bin ich dafür. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist und da sage ich das ergänzend dazu,
die Komplexität der Themen ist klar, aber auch um diese Bindung an diese Demokratie und diesen Staat und das Einstehen dafür auch noch mal zu dokumentieren. Frau Mayer, aber bitte um kurze Antwort, weil ich kurz, gerne das Thema noch mal ein bisschen aufmachen Das ist übrigens will. Einer der Vorteile von dem schwedischen Modell. Alle die gemustert werden, müssen darüber nachdenken, will ich es oder will ich es nicht. Und damit kommen die Debatten auch sozusagen in die ganzen Familien, die ganzen Menschen zurück, dass man überlegt, was bedeutet mir das eigentlich? Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine wehrtüchtige, kriegstüchtige Armee auch immer eine wehrtüchtige Gesellschaft erfordert. Mhm. Eben weil, wenn ich das Beispiel Russland nehme, Russland ist außenpolitisch revisionistisch und will Grenzen verschieben. Die sind aber genauso gut innenpolitisch revisionistisch und wollen die liberale, freiheitliche Grundordnung zurückbauen. Das heißt, wir brauchen sowohl die außenpolitische Verteidigungsfähigkeit, wir brauchen es aber auch für die Gesellschaft nach innen. Und ich glaube, das sollten, deshalb ist es, finde ich, diesen Fokus rein auf das Militärische wirklich zu klein. Und nochmal bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde dieses kriegstüchtig, was der Minister, was Herr Pistorius gesagt hat, natürlich schockt das ein bisschen. Aber das kickt uns raus aus der Komfortzone und zwingt uns zu überlegen, was heißt das eigentlich? Wofür sich verteidigen? Womit? Und das geht nur mit der gesamten Gesellschaft, die dahinter steht. Aber mit welcher letzten Konsequenz? Das ist ja die Frage. Und weil wir gerade dabei sind, wie man sowas auch politisch dann... Ne, verkaufen ist vielleicht ein bisschen die falsche Vokabel, aber letzten Endes geht es schon darum. Ne? Wir reden auch hier in der Sendung regelmäßig über die Frage, wie hoch sind eigentlich Renten in Deutschland beispielsweise. Wir reden über die Frage, wie hoch sind eigentlich Mieten in Deutschland. Also die große soziale Frage, wer bezahlt die Pflege? All diese Dinge, so ein Flugzeugträger, den Sie auch sich vorstellen könnten. Wissen Sie, was der kostet? Ungefähr. Kosten zig Milliarden, weil der Flugzeugträger ungefähr. Nicht allein ist. Also ja, nee, ungefähr da, wie viel? Auf Ihre Spielchen lassen wir jetzt da nicht ein. Nee, aber wieso? Wenn Sie ein Flugzeugträger, da können Sie... Nee, da wenn man was Sie haben mit, will, muss man noch wissen, ja, was Ja, aber da können kommt. Sie mit Summen von mehreren 30, 40, 50 Milliarden schon rechnen. Flugzeugträger, die ganzen Begleitschiffe, das ist eine riesige Flotte, die dahinter steht. Das wäre auch jetzt nichts, was die Bundeswehr allein kann. Wobei es interessant ist, dass viele andere Länder in Europa Flugzeugträger haben. Wir haben keines. Gut, wir haben die Gorifog. Aber wir sind insgesamt da nicht ausgestattet. Also ich würde ein Flugzeugträgermodelle auf europäischer Ebene, nicht für die Bundeswehr, aber solche Modelle zu stärken, wäre für Europa, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Also ich ahne, was Sie meinen, als es in Gaza oder um Gaza ging. Also ich war in Israel und dann der ganz klare Positionierung, warum die Hisbollah nicht so schießen würde, ihre Raketen, wie sie könnte, liegt an den amerikanischen Flugzeugträgern. Genau. Ich habe damals so eine Karikatur gesehen, die so sinngemäß sagte, die Amerikaner schicken einen Flugzeugträger und die Deutschen schicken einen Bedenkenträger. Das ist sozusagen so ein bisschen die Art und Weise, wie wir da gesehen werden. Aber nochmal die Frage der Kosten. Nur die Baukosten, also dafür so ein Ding, 13 Milliarden. Die Entwicklungskosten weit über 100 Milliarden. Wir reden über Gerald Ford-Klasse, ja, die richtig großen. Betriebskosten für so einen Lebenszyklus weit über 100 Milliarden. Dann haben wir noch nicht gesprochen über die Frage, ist da die F-16 oder die F-35 oder Hubschrauber, was auch immer drauf, bis zu 90 Flugzeuge. Da reden wir jeweils über entweder 30 Millionen Dollar oder 80 bis 90 Millionen Dollar. Das heißt, da geht es um richtig, richtig viel Geld. Und dann geht es noch um die Frage der Begleitschiffe. Und die Lieferzeit, haben Sie eine Ahnung, Lieferzeit, Herr Söder, ungefähr? Das ist ja alles, das gilt jetzt. Wir haben ja noch, die Leute sollen ja was lernen und was verstehen. Nein, wir sind ja hinter der Erziehungsfernsehen. Nein, nicht Erziehung. Nein, wir sind ja nicht bei ARD Alpha, sondern da geht es ja um eine politische... Nein, so schön ist alles. Also wir wollen doch Dinge erklären und verstehen. Ja, nee, wir wollen aber nicht auch... Nicht um Erziehung. Nee, wir wollen auch erklären. Entweder erkennen wir an, dass wir verteidigt werden müssen. Wir müssen es auch nicht machen. Da bin ich bei Ihnen. Nein, das sind Sie nicht bei mir. Haben Sie eine andere das Auffassung? Das wissen Sie gar nicht, wo ich bin. Nein. Ja, das stimmt manchmal, das ist wahr. Nein, ich bin völlig bei Ihnen. Nein, es geht nur um die Frage, dass man den Leuten, sozusagen, wenn man so etwas politisch fordert, wenn man das dann auf europäischer Ebene... Klingt das so wie, morgen haben wir sowas. Nein, das ist doch Quatsch, hat da keiner gesagt. Das formulieren Sie so. Nee, alles mittelfristig und langfristige Projekte. Nur, das ist jetzt typisch. Wir fangen jetzt eine Diskussion an, überlegen, was verteidigungsfähig ist. Ist es wichtig, dass wir Nord-Ostsee, ist es wichtig, dass wir insgesamt unsere europäische Routen sichern in der Welt, auch verliefern? Ist es sinnvoll, ja oder nein? Ja, das brauchen wir, da bin ich auch dafür. Alle demonstrieren, dafür müssen wir machen. Und, aber wie geht es? Ja, das kostet, nee, das darf man nicht machen. Und der Wehrpflicht, nee, das darf man nicht machen. Und das darf man nicht machen. Das. Wir neigen dazu, das ist das, was ich sage, die geistige internationale Wehrfähigkeit haben wir nicht. Lieber sollen es die anderen machen. Wenn es die Amerikaner für uns machen, ist ja super. Wenn der Trump nicht gewinnt,
bleibt vielleicht vieles so. Mhm. Aber wenn der Trump gewinnt, stehen wir schneller als wir denken vor Fragen, die wir beantworten müssen. Mhm. Auch im Europäischen Verbund. Übrigens Briten, Franzosen, ich glaube sogar die Italiener haben einen Hubschrauberträger. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber wir müssen uns doch mal überlegen, wo gehen wir denn hin? Die Welt verändert sich fundamental. Ja. Und wir Europäer fallen immer weiter zurück. Und wir geben uns Mühe, wir streiten untereinander, wir machen tolle Dinge in Europa mit Gesetzen und was weiß ich alles für Verordnungen. Tolle Leute sind wir. Aber wenn es ernst wird, nimmt uns keiner ernst, weil wir nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Und dann am Ende werden wir Entscheidungen treffen. Und ich sage Ihnen heute voraus, viele Dinge, die wir machen, mal allein, würde ich jetzt etwas polemisch sein, würde ich sagen, da habe ich mit dem Heizgesetz, mit der Kindergrundsicherung, die nichts bringt, und einem übertriebenen Bürgergeld genügend Möglichkeiten, einen Grundstock zu haben, sowas zu machen. Wäre besser. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht so bin, wie Sie das andiskutieren. Aber selbst wenn man das alles abschaffen würde, dann hätten Sie noch keinen Flugzeugträger. Nein, haben wir natürlich noch nicht. Aber wir müssen ja anfangen zu überlegen. Ja, die Zahlen vor. Der Flugzeugträger ist doch nur ein Beispiel dafür und auch in einer Stufenentwicklung. Es ist echt typisch, dass wir versuchen, alles immer dann schlecht oder klein zu sind. Sie haben ja dann eine Ansage mal die gemacht, Idee zu sagen, nee, Idee zu sagen. Ein Plan heißt, ja. Es fehlt ja jetzt an Munition, Drohnen. Es fehlt ja jetzt an Artillerie, es fehlt ja an den versprochenen ganzen Dingen. Hm. Erste Stufe, dies zu schaffen. Genau. Zweite Stufe, Drohnen. Du brauchst eine Drohnenarmee zur Sicherung. Sonst kauft ja auch Putin mittlerweile vom Iran die Drohnen, um da entsprechend tätig zu werden. Wird jetzt auch von Nordkorea und anderen kaufen. Dritte Stufe ist beispielsweise die Wehrpflicht dann eben in der Frage der Struktur der Bundeswehr. Parallel dazu, was ist mit dem atomaren Schirm in Europa? Joschka Fischer hat vor wenigen Tagen, ich glaube, in einem Interview im Spiegel diese Frage gestellt. Und die Frage, welche großen Projekte können noch dazu, unter anderem sagen, vielleicht ein Flugzeug. Oder auch Deutschland, wir brauchen eigene Atomwaffen. Ja, zunächst einmal, der atomare Schirm der Amerikaner ist das Beste, was wir haben können. Wenn der bleibt, super. Wenn der atomare Schirm der Amerikaner nicht mehr da wäre, müssen wir als Europäer überlegen, was ist unsere Abschreckung? Und zwar glaubwürdig. Mhm. Reicht der französische Schirm? Ist es sinnvoll, dass Deutschland unter diesen französischen Schirm geht? Sollen wir da nur bezahlen? Dürfen wir mitentscheiden? Das sind dann die Fragen. Warum gibt es darüber keine Gespräche zwischen Scholz und Macron beispielsweise? Und am Ende stünde die Frage, gibt es darüber hinaus eine weitere europäische Idee dazu? Nur die Gedanken muss man sich jetzt machen, weil Sie haben ja in einem Punkt völlig recht, alles dauert. Aber die Gefahren kommen schneller, als wir denken. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch überlegen, wie es geht. Okay.